Ihr seid auf dem Ponfa-Kanal, ich bin der Frank und heute haben wir eine Zuschauerfrage von der Susanne. Die Susanne fragt, wie sichere ich denn jetzt wirklich meine Luftpumpen richtig ab, damit sowohl bei Stromausfall als auch bei Luftpumpendefekt alles relativ sicher ist und vernünftig läuft. Eine sehr gute Frage, denn oft wird es nur halbherzig betrachtet. Also einige haben eine Strategie für Stromausfall, zum Beispiel eine Sauerstoffflasche mit Magnetventil oder eine Akkupufferung, was beides vernünftige Lösungen sind. Und manche haben zwei Luftpumpen gleichzeitig am Laufen mit Rückschlagventilen, sodass, wenn eine Luftpumpe kaputt geht, die andere noch weiterläuft. Aber heute wollen wir es noch ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Was meine ich damit? Also, wir haben Stromausfall, wir haben den Ausfall einer einzelnen Luftpumpe und alle diese Szenarien wollen wir abdecken, so dass, egal ob der Stromausfall oder eine Luftpumpe kaputt geht, noch Sauerstoff am Teich ankommt und die Fische lange Zeit überleben. Also im Prinzip soll die Belüftung weiterhin sichergestellt sein. So, beim Stromausfall ist schon mal nicht verkehrt, wenn ihr vorher wenn ihr mehrere Luftpumpen habt, wenn ihr die auf verschiedene Phasen legt, denn es kann ja eine Phase angerissen sein, vom Bagger kaputt sein und die andere Phase geht. Und wenn wir das Risiko streuen, dann haben wir einfach eine größere Chance, dass nur eine Luftpumpe ausfällt und die andere vielleicht weiterläuft. Wenn ihr einen Stromausfall habt in der ganzen Straße, im ganzen Ort oder hoffentlich nicht im ganzen Land, dann hilft natürlich das alles nichts. Dann habt ihr entweder eine Akkupufferung mit einem Wechselrichter und mit einer Erkennung. Da gibt es fertige Geräte. Eine Zeit lang habe ich da Active empfohlen. Mache ich mittlerweile nicht mehr, da meiner kaputt ist und ein paar andere auch noch nach ein paar Jahren kaputt gegangen sind. Würde ich jetzt andere Lösungen, andere Hersteller wählen oder selbst bauen. Dann die Sauerstoffflasche, habe ich gesagt, mit Magnetventil. So, und jetzt kommen wir zu den Luftpumpen selber. Wenn ihr zwei Luftpumpen zusammenschaltet, parallel, die in ein Rohr oder in einen Schlauch blasen, damit ihr da 100% sicher seid, braucht ihr hinter oder vor jeder Luftpumpe noch ein Rückschlagventil. Das Rückschlagventil sorgt dafür, dass bei einem Membranriss die Luft nicht über diese kaputtige Luftpumpe entweicht. Wenn ihr das ein bisschen anders aufsetzen wollt, jetzt kommt eigentlich der Fall, den die Susanne gemeint hat, und zwar, ich habe eine Luftpumpe am Laufen, die zweite nicht, weil die ist ihr zu groß und sie hat einen kleinen Teich und möchte auch nicht zwei kleine Luftpumpen laufen haben, weil die nicht so effizient sind. Also sie hat eine Luftpumpe und im Prinzip die gleiche nochmal oder eine ähnliche, aber beide sollen nie gleichzeitig laufen, sondern die zweite soll bei Bedarf einspringen. So, dann brauchen wir eine Erkennung, dass eine Luftpumpe kaputt ist. Und wie erkennen wir das jetzt? Schwierige Frage. Ja, wir haben verschiedene Angriffspunkte, verschiedene physikalische Möglichkeiten. Und zwar, wir könnten die Luftmenge messen, wir könnten den Druck in der Leitung messen, wir können auch den Strombedarf der Luftpumpe messen. Und diese Kenngrößen sind mehr oder weniger aussagekräftig. Also die Luftmenge ist super aussagekräftig, da braucht man einen Flow-Sensor.
müssen wir uns einen raussuchen, der bezahlbar ist, aber trotzdem einigermaßen eine vernünftige Genauigkeit hat. Das ist da ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Das nächste ist ein Drucksensor. Der Drucksensor erkennt, wie viel Druck in dieser Luftleitung sind. Und der ist auch nicht schlecht, denn ist der Druck sehr hoch, dann können wir damit erkennen, dass der Ausströmer zugesetzt ist. Und ist der Druck sehr gering, dann kann eine Membran gerissen sein oder zum Beispiel eine Undichtigkeit in der Leitung vorhanden sein. Von daher, Drucksensor auch interessant, gibt es auch teure und weniger teure. Und über den Strom, das habe ich auch erwähnt, die Stromaufnahme. Wir wissen zum Beispiel, die Luftpumpe braucht 30 Watt im Normalbetrieb. Und zum Beispiel Shelly zeigt permanent die Stromaufnahme an und überwacht die auch. Und da können wir uns auch Limits setzen, nach oben oder nach unten. Und wenn die Stromaufnahme hochgeht, also wenn die Luftpumpe auf einmal mehr verbraucht, dann könnte zum Beispiel auch wieder die Leitung undicht sein. Dann sinkt der Gegendruck und dadurch steigt der Stromverbrauch. Und umgekehrt, wenn wieder was verstopft ist, der Ausströmer zugesetzt ist, dann sinkt die Stromaufnahme und es kommt weniger Luft raus oder vielleicht gar keine mehr im Extremfall. Und die Stromaufnahme sinkt, weil die Pumpe, die Luftpumpe sich quält. So, jetzt haben wir mal auf die Schnelle drei Kriterien. Das Einfachste in der Umsetzung und auch von den Kosten wäre wahrscheinlich so ein Shelly. Viele kennen die Teile, das sind so kleine Fertigteile, die zum Schalten und Messen gebaut sind. Und da gibt es welche, die die Stromaufnahme von dem entsprechenden Gerät messen, das ich da eingesteckt habe oder angeschlossen habe, also fest verdrahtet oder mit einer Steckdose. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Luftpumpe habe, die 30 Watt zieht im Normalbetrieb, ja, dann könnten wir, das muss man jetzt natürlich von Fall zu Fall sehen, wir setzen 1-2 Watt eine Grenze nach oben und 1-2 Watt eine Grenze nach unten. Und wenn diese Limits gerissen werden, dann würden wir automatisch über dieses Shelly-Teil die zweite Luftpumpe einschalten und die erste aus. Also man kann da Regeln definieren. Das wäre eine ganz simple Lösung. Wir hängen natürlich jetzt dann, bei dem, was ich gerade erwähnt habe, an dem Shelly-Teil. Wenn das kaputt ginge, was auch natürlich theoretisch mal passieren kann, dann könnten wiederum beide Luftpumpen möglicherweise nicht mehr laufen. Also da haben wir ein kleines Zusatzrisiko. Andererseits, wenn wir mit den Sensoren arbeiten, für Druck oder für Flow, auch die könnten irgendwann mal eine falsche Messung machen, kaputt sein und uns zu viel oder zu wenig anzeigen. Wenn dann fälschlicherweise umgeschaltet wird auf die zweite Luftpumpe, ist es ja nicht verkehrt. Aber wenn fälschlicherweise gar nichts mehr funktioniert, dann hätten wir wieder ein Problem. Über die Lösungen mit dem Flow-Sensor und mit dem Drucksensor, da möchte ich noch einen zweiten Teil machen, damit wir heute nicht zu lang werden. Und da suche ich euch auch noch reale Bauteile raus, die ihr dann kaufen könnt, verbauen könnt. Also wie immer nicht gesponsert, sondern einfach so gucke ich, was da für euch in Frage käme. Und dann könntet ihr sowas bauen oder wenn euch schon die Shelly-Geschichte reizt, dann könnt ihr euch natürlich sowieso dran machen. Wenn es dazu Fragen gibt, einfach gerne unten rein ins Kommentarfeld. Ich diskutiere da immer gerne mit. Das war's für heute schon. Bis bald. Ciao.